Wer das Abi in der Tasche hat, für den scheint der weitere Ausbildungsweg schon vorgezeichnet. Ein Studium soll es sein. Ob an der Universität oder einer Fachhochschule, ist erst einmal zweitrangig. Doch mittendrin beschleichen manchen die Zweifel, ob das Studium wirklich der richtige Weg ist und fürchtet, es sei zu spät, um abzubrechen. An der TU Darmstadt haben Experten nun Mut zu klaren Entscheidungen gemacht. Michael Heide war für sie dabei. So ein Studienabbruch ist doch kein Beinbruch. Und wer der Hochschule aus welchen Gründen auch immer den Rücken kehrt, kann woanders immer noch eine große Nummer werden. Das ist die Kernaussage einer neuen Infoveranstaltung, die jetzt an der Hochschule Darmstadt Premiere feierte. Industrie, Handwerk oder Handel. Sie alle sind sich einig, dass gerade Studienabbrecher oft die perfekten Voraussetzungen mitbrächten. Als Unternehmen oder als Ausbildungsbetrieb kann ich mir sicher sein, dass der Studienabbrecher über eine gewisse Lebenserfahrung verfügt. Er ist keine 16 mehr, sondern er hat einen Schulabschluss hinter sich, er hat ein Studium abgebrochen, er steht mit beiden Beinen im Leben. Er weiß in aller Regel auch, dass eine Ausbildung eine einmalige Chance ist, die Kurve zu kriegen, dass eine Ausbildung eine einmalige Chance ist, als Sprungbrett in der Arbeitswelt zu dienen. Und Unternehmen sind sich sehr wohl bewusst, dass sie da sehr gute Leute auch einkaufen. Immerhin jeder dritte Student in Deutschland bricht sein Studium inzwischen ohne Abschluss ab, aus welchen Gründen auch immer. Wie heiß begehrt sie in der freien Wirtschaft sind, das wissen sie oft gar nicht. Das hessenweite Netzwerk NIS will das jetzt ändern. Es gibt an jedem Hochschulort exemplarisch immer Studienberatungen, es gibt immer ein Studentenwerk, es gibt immer Kammern, die an Hochschulorten zuständig sind, die eigentlich alle für Studierende da sind, die Zweifel haben, die gerade überlegen, ist das Studium noch richtig, habe ich Alternativen, kann ich im Studium wechseln. Und das Schöne ist, was uns hier gelungen ist, ist, dass wir diese Beratungskompetenzen, die ansonsten vereinzelt sind, dass wir die vernetzt haben und dass wir das sogar in einem Veranstaltungsformat hinbekommen haben, wo der Studierende, der ja oft selber gar nicht weiß, wer ist für mich der Richtige oder was können die anderen anbieten, dass er sich das hier gebündelt erfragen kann. Auch die deutsche Meisterin im Poetry Slam 2012, Jule Weber, übrigens selbst Abiturabbrecherin, machte in ein paar kleinen, aber feinen Geschichten nochmal deutlich, ja, es gibt ein Leben nach dem Studienabbruch. Ich denke, etwas abzubrechen, weil man merkt, dass es einfach nicht der eigene Weg ist und man aber eine andere Idee hat, einfach was man machen möchte, ist nie verkehrt. Und wenn man das dann auch durchzieht, das, was man machen will, dann gibt es natürlich auch ein Leben nach einem Abbruch. Künftig soll die Infoveranstaltung zum Thema Chancen nach dem Studienabbruch monatlich im Wechsel an der Hochschule Darmstadt und der Technischen Universität angeboten werden.